Ja, wenn ich mal aussuchen kann mit der Erkältungswelle, dann bin ich natürlich ganz zufrieden, dass sie in die Länderspielpause gefallen ist. Dadurch ist natürlich die Arbeit, die wir uns vorgenommen haben, ein bisschen eingeschränkt gewesen. Trotzdem glaube ich, dass wir eine gute Länderspielpause hatten. Ja, einerseits mit Erholung, andererseits auch nochmal mit ein paar Dingen, die wir in den Kopf wieder zurückgerufen haben, mit ein paar Wiederholungen, wo uns in den letzten Wochen vielleicht nicht so ganz gut gefallen hat. Deswegen bin ich summa summarum zufrieden. Und wie gesagt, dadurch, dass die Erkältungswelle in der Woche war, wo die Länderspielpause war, kann ich auch besser mitleben, als wenn sie jetzt oder in den nächsten Wochen passieren würde. Ja, es sieht immer besser aus. Selbst Gianni Korte ist auch schon wieder bei uns und auch auf dem Platz, aber natürlich noch individuell. Und es dauert natürlich auch noch ein paar Wochen, bis er wieder dann wirklich hergestellt ist und dann auch wirklich für den Mannschaftskader in Frage kommt. Aber schön ist einfach, dass er wieder dabei ist und dass wir wieder sehen, dass er bald wieder dazukommt, dazustoßen wird. Bei Tim Boss ist es auch noch so, dass er ein bisschen Probleme hat noch mit seinem Knie. Aber auch da merken wir, dass er schmerzfreier wird, dass es besser wird. Und wir hoffen, dass er da auch in den nächsten Tagen, vielleicht jetzt noch sogar vorm Spiel, mit einsteigen kann. Aber das wird sicherlich ein bisschen enger. Alle anderen stehen uns zur Verfügung. Benedikt Hollerbach ist auch schon wieder fast auf Vollgas unterwegs. Steht dann mit auch wieder zur Verfügung. Aber wird natürlich auch noch ein bisschen was brauchen, was die nächsten Wochen angeht oder die nächsten Tage angeht. Ja, wird da noch ein bisschen aufholen. Aber für den Kader könnte es eventuell reichen, je nachdem, wie die Anzahl dann ist. Von daher können wir aber auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen, wie es ja auch diese Woche schon geschrieben wurde. Ja, Türkgücü hat einen sehr, sehr großen Umbruch im Sommer hingelegt, ja, viel größer noch als alle anderen Mannschaften, ja, und hat natürlich sehr ambitionierte Ziele. Ja, das ist bekannt und das geben sie auch immer preis und haben auch aufgrund der Qualität des Kaders natürlich auch wirklich diese Ziele kann man sich vor Augen nehmen und kann man sich vornehmen. Ja, trotzdem sind sie mit dem Start natürlich nicht ganz so zufrieden gewesen, ja, haben jetzt im Pokal auch eine Niederlage erlitten. Ja, das heißt, sie sind noch nicht so rund im Laufen, wie sie es sich selber vorstellen. Haben jetzt einen Trainerwechsel gemacht. Das erste Spiel gegen Dortmund hat sehr, sehr gut funktioniert. Auch beim zweiten in Magdeburg waren sie in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel. Ja, und dann sind sie allerdings in den Fahrwasser geraten, was gegen Magdeburg immer passieren kann, wenn Magdeburg mal in Fahrt kommt. Und dadurch haben sie eine bittere Niederlage einstecken müssen. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir am Sonntag einen Gegner erwarten, was sie tun werden. Ich weiß, dass sie sehr, sehr intensiv unterwegs sind. Das ist Peter Hyballas Spiel auch. Ja, das mögen wir auch. Und deswegen wird es sicherlich eine sehr intensive Partie mit vielen Zweikämpfen, mit viel Pressing, mit viel Gegenpressing, mit vielen Spielsituationen in die Tiefe und in die Offensive rein. Und von daher freue ich mich auf ein hochinteressantes Spiel in einem hochinteressanten Stadion. Nein, ich glaube, es ist immer was Besonderes, vor allem für die Generation von mir, die ein bisschen älter ist auch. Da ist es immer was Besonderes, was die jungen Spieler angeht. Muss ich selber mal nachhaken, ja, wie sehr sie das Olympiastadion im Endeffekt überhaupt kennen. Ja, einer, der jetzt 20 Jahre alt ist, der hat mit dem Olympiastadion nicht ganz so viel zu tun, als jetzt wir mit über 40. Da ist es natürlich schon nochmal was ganz Besonderes. Und ich freue mich eigentlich auch wieder da reinzufahren in dieses ganze Gelände. Es hat schon was Besonderes gehabt letztes Jahr, wo wir dort waren. Und wir freuen uns, in diesem Stadion nochmal zu spielen. Schöner wäre es natürlich mit einer großen Zuschauerkulisse, ja, zumindest mehr Zuschauer als letztes Jahr, weil letztes Jahr war es unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, von daher bin ich froh, dass jetzt ein paar zumindest da sind, aber natürlich nicht die Atmosphäre herrschen wird, wie es in einem vollen Stadion ist, das ist auch klar.